Ich bin Reto Möhr und ich bin der Moderator von Möhr Talkt. Möhr Talkt, schön sind ihr wieder dabei. Und heute sehen wir unweigerlich, um was es heute geht. Und zwar geht es um Musik. Und zwar geht es um Café Latte. Das ist eine italienische Band, die sich zusammengetan hat und sich zum Ziel gesetzt hat, alte italienische Songs aus den 60er und 70er Jahren so quasi neu im Gewand zu zeigen und auch zu performen. Und der Ideengeber vom Ganzen ist zugleich auch der Bandleader, der Sänger der Gruppe. Und er erzählt uns heute ein bisschen, wie die ganze Idee entstanden ist. Heute bei uns hier im Talk der Gabriele Manco. Ja, jetzt sind wir da, Gabriele. Schön, bist du mein Gast heute. Danke vielmals. Du bist ja wunderbar hier aufgerichtet. Hier. Richtig italienisch. Zuerst mal zum Wohl. Zum Wohl, Reto. Das freut mich definitiv, ja, dass du es hierher geschafft hast. Unsere italienische Location, wie man sieht, unser Proberaum. Und La Italianità, nicht zu vergessen, weil wir verkaufen uns als der italienische Flair. Ja, wir verbreiten La Italianità. Und das spüren wir da hinten bis auf die letzte Faser. Ich meine, das ist ein Probelokal, da verbringen wir sonst Zeit, oder? Nicht mehr zum Alarm. Man sieht es auch. Also, wir verbringen hauptsächlich Zeit an dem Tisch. Wir planen, wir tun uns strukturieren, organisieren, testen, das heisst Schriftzeug und Logos und Songsauswahl, und dann gehen wir auf die andere Seite und dann tun wir das Ganze, was wir hier besprochen haben, dort ist theoretische Umsetzen. Und ab und zu mal ein Gläschen wieder zu trinken, oder? Das gehört dazu. Das darf nicht fehlen, weil sagen wir es so, wir trinken gerne mal ein Gläschen Rotwein, Bierdiskussion, und haben das so zu unserem kleinen Bühnenbild eingebaut. Die Italiener trinken halt gerne mal ein bisschen Rotwein, Cressini, Oliven. Das gehört dazu, oder? Das gehört dazu, zum Bühnenbild. Erklär mir jetzt mal Café Latte. Wie ist das dazu gekommen? Ihr seid vor 2 Jahren hinter euch gegründet, glaube ich. Mhm. Wie ist das dazu gekommen? Der Name Café Latte, woher kommt der? Es ist sehr eine spassige Geschichte. Rocco, ein Kollege, Mitglied der Café Latte Band. Wir haben uns schon lange nur mal gesehen. Und dann sagt er, hey Gabriele, hey, es wäre mal Zeit, zum Zimmer hocken, Pizza essen bei mir und Rotwein trinken. Dann haben wir abgemacht am Sonntag, dann haben wir Pizza bestellt, Rotwein getrunken. Dann ist der Simone dazu gekommen, Abend. Sind wir zu dritt gewesen, 3 Jungs. Pizza, Rotwein, eine Flasche. 2 Flaschen, Sonntagabend, super toll. Dann haben die 2 Jungs Gitarre vorgenommen und haben angefangen rumzuklimpern. Und ich halt so mit meinem Singen, ich bin so ein Karaoke-Sänger und der Dusche-Sänger. Aber du singst schon gesungen, oder? Du singst schon seit längerer Zeit, das ist nicht erst in 2 Jahren, oder? Nein, ich singe schon länger, aber eben, wie gesagt, unter der Dusche oder an der Karaoke war so nicht so, genau. Ich habe dann angefangen, meine Frau sagt, hey, Gabriele, ich habe eine Idee für dich. Melde dich hier in der Musikschule Liechtenstein an und nimm Lektionen. Gesangsunterricht. Gesangsunterricht. Und hast du auch gemacht? Habe ich gemacht, 2 Saison. Dann habe ich gesehen, dass es da eigentlich super gut läuft mit diesen Jungs. Oder? Ich singe das Italienische, das ich von meiner Mama, vom Papa, das Adriano Celentano. Sie sind auch seit 47 Jahren da und natürlich bin ich mit dem Gesang aufgewachsen. Die Mama, wir kommen, Teller am Abwäschen, am Summen, am Singen, Papa, ihr im Garten, Celentano am neuen Mann. Und das hat mich so animiert zum Mitsingen, hat den gleichen Text auswendig können. Und das habe ich den Jungs so mitgebracht und sie haben gleich darauf ein, mit dem Instrument reingespielt. Und ich habe gesagt, hey, ist das cool, oder? Da müssen wir jetzt etwas machen. Also es war nicht so, dass sie die Idee hatten, so alte italienische Songs aufzunehmen, sondern es ist einfach so, so noch bis noch, müssen wir reingespielt. Noch bis noch ist das so also entstanden. Eigentlich durch, ich hatte den Willen, zum Singen und die italienischen Lieder hierher zu bringen, ins Liechtenstein, weil man kennt sie von der Melodie. Und jetzt habe ich gedacht, irgendetwas fehlt bei uns im Land, also eine kleine Band, ohne Schlagzeug vor allem. Und dann kommt es mal, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, dann haben wir hey, das Lied und da, 1966, das wäre doch cool, oder? Kommen wir das mal machen. Dann schauen wir es uns an dem Tisch, nehmen es abeinander und dann machen wir es auf Café Latte Style. Jetzt habe ich eine Frage, und zwar, es ist ja heute generell Trend, also die 80er-Jahre-Lieder werden neu aufgeführt und neu in ein neues Gewand gestellt, sozusagen. Ist das auch ein bisschen eine Hinteridee gewesen im Ganzen, oder ist das völlig... Es ist definitiv eine Hinteridee gewesen von mir, von uns allen, dass
70er, 80er-Style Beats behalten und auch vor Publikum zu bringen. Und wie vorher erwähnt, ist wirklich Step by Step so entstanden. Mhm. Nicht wollend, aus dem Spass. Und zusätzlich ist der Bassist noch dazugekommen. Der hat uns quasi den ersten Auftritt ermöglicht. Also im runden Geburtstag. Und dann haben wir uns vorbereitet auf diesen Geburtstag, haben wirklich drei Lieder gemacht. So die Karaoke-Lieder von Adrian Celentano oder Toto Cutugno. Lasciate mi cantare. Dann haben wir das wie abgecheckt, was bringt das im Publikum, wie ist die Reaktion vom Publikum. Und tatsächlich, nach diesen drei Liedern, wirklich 10 Minuten, haben die Leute applaudiert. Dann haben wir gedacht, ui, ist das cool, oder? Dann haben wir Blut dran gelegt. Und seitdem haben wir gesagt, so. Also, jetzt machen wir es richtig. Jetzt kommt der Name her, jetzt machen wir es richtig. Wir haben irgendwie auch, wir haben ein Kostüm, so 70er, 80er, so Mafiosi-Typen am Instrument. Das Mikrofon ist schon Retro-Look, ich habe so eine weiße Kappe an, Hut. Und, das muss alles passen. Das muss alles richtig passen. Italienisch. Wir wählen uns, wie soll ich sagen, wirklich, der Sommer 1960 und 70 sind die italienischen schönen Sommer gesehen, oder? Mm. Und das werden wir wieder zurückbringen, so also Throwbacks in den verschiedenen Locations und Bühnen. Und ich muss sagen, es läuft gut. Also wir haben jetzt wir haben gestartet als No-Name und langsam sind die Mundpropaganda, nicht einmal grosse Werbung. Und dann sind Nachfragen von verschiedenen Leuten, vor allem Verwandte, Bekannte und Kollegen und Paare, Pizzeria und Österreich und Schweiz und Liechtenstein. Jetzt kommen wir auf dich, Gabriele. Du bist ein Beruf Lichttechnik. Genau hinter der Bühne, dort, wo niemand ist, im versteckten Kämmerchen so quasi, oder? Ja. Bist du lange Zeit, machst du schon und jetzt plötzlich auf die Bühne. Warum das? Ich meine, du bist einer, der auf die Bühne gehört. Das sieht man bei dir auch an, wie du redest und so. Aber brauchst du das einerseits, die Arbeit, die ein bisschen hinter der Bühne ist und dann wieder im Mittelpunkt stehen als Sänger? Ja, ich bin seit 20 Jahren als Lichttechniker, Bühnentechniker im Theater Liechtenstein angestellt und habe dort verschiedene Emotionen, Künstler, Artisten, Musiker von jung zu alt kennenlernen dürfen. Und diese Emotionen haben mich eigentlich meinen Charakter wie auch ein bisschen gebildet in dem Theater. Und ich habe jetzt mal in den Bühnendienst gehabt und vor Seite vom Off auf die Bühne geschaut habe und der Künstler gesagt hat, wie sie sich präsentieren und den Text aufsagen oder Schauspieler, die sich bewegen und in ihre Rolle hinschlüpfen. Ich denke, wow, am liebsten hätte ich so Energie zum Wegsaugen und in mir hingehen. Ich würde so gerne auf die Bühne stehen und das so weitergehen. Oder? Das war immer so ein bisschen ein Denken von mir. Ja. Schluss allerdings, wie bin ich drauf auf die Bühne? Irgendwann habe ich gesagt, nein, ich bin der schwarze Mann hinter der Bühne. Ich helfe den Leuten, dass sie vorne stark sind. Ich muss ja ins richtige Licht rücken. Oder? Was ist das Wort? Genau, so als Lichttechniker. Und dann hat mich ein Kollege gefragt, ein Student, der hatte so eine Gruppe gehabt und hat eine Veranstaltung auf der Bühne und hat mich gefragt, du, magst du uns präsentieren? Magst du uns moderieren? Ganz kurz sagen, nein, es ist eigentlich nicht meine Sache, ich traue mich nicht vor den Leuten. Einmal Abend durfte ich das machen, bin ich glaube 2 Minuten als erste Person auf der Bühne, vor Publikum. Der Saal wird dunkel, die Bühne wird hell und ich bin da und sage, meine Damen, meine Herren, blablabla. Und da ist jetzt da. Dann haben sie applaudiert. Bevor die bin ich zurück in die Gasse. Mein Herz hat so fest gepumpt und ich habe gedacht, wow, ist das ein Feeling? Und dort habe ich das erste Mal Blut gelegt. Und immer der Gedanke, ich will auf die Bühne. Ich will auf die Bühne und vor allem mit der Kombination Musik, Theater und Bühne ist eigentlich die Musikgruppe entstanden mit einem kleinen Bühnenbild, mit italienischer Musik. Es ist meine Muttersprache, die ich gerne auch weitergehe. Im Deutsch bin ich nicht so... passt. Wir verstehen es. Wir verstehen es, ist wichtig. Und das ganze Thema hat mich eigentlich auf den Weg gebracht. Ich habe immer wieder auch in einer Band gemanagt, auch noch dazu mal, schon länger her. Mit denen bin ich jetzt auf Tour. Und dort habe ich schon gedacht, es wäre cool, mal auch vorne zu sein. Und zack, boom, irgendwie... Das ist,
kann man sagen, ist wie so dein Leben mit den Leuten, die auf der Bühne sind, mit Künstlern, hat es dich dazu gebracht, dass du sagst, okay, jetzt mit all diesen Erfahrungen, jetzt möchte ich das auch für mich mal umsetzen. Genau. Mit der Band. Genau. Durch die Bühnenpräsenz, die ich absaugen wollte von diesen Leuten, bin ich selber dazu gekommen, um einmal auf der Bühne zu stehen. Und irgendwie, ich hatte davor immer so ein Kribbeln, wie ein bisschen Respekt oder Schiss, oder? Ja. Und dann denke ich mir, warum mache ich das, oder? Aber sobald ich das Mikrofon anmache, die Jungs spielen an. Das hast du mich so richtig lustig gemacht, Gabriele. Deine Bandkollegen sind draußen. Ja. Ich glaube, wir holen sie rein. Jetzt wollen wir endlich mal etwas hören, was ihr so... Ja, ist gut. Versangst drauf, ne? Ja, natürlich. Komm, wir stoßen noch schnell an, hier. Auf dich, Reto, danke. Danke, Gabriele, dass wir hier sind. Und greifen hier zu. Ja, wir bleiben vielleicht noch ein bisschen länger heute. Ja, unbedingt. Ich habe noch viel mehr zu erzählen. Also, das glaube ich dir. Das glaub so viele Facetten vom Theater, von Familie, vom Café Latte, von Musik. Das glaube ich. Wirklich ein Wahnsinn. Ein schöner Wahnsinn. Und jetzt sind wir gespannt, was ihr uns zeigen für einen Song. Ich hole mal die Jungs her. Das machen wir jetzt. Ciao a tutti. Siamo noi Café Latte. Warum Café Latte? Wir sind drei Italiener, Liechtensteiner. Und zwei von uns sind relativ braun gebräunt. Kaffees. Die anderen zwei sind eher hell, wie Milch, darum Latte, Kaffee Latte. Unsere Band besteht aus Rocco Miciano, Gitarre, elektrisch, Bass, Patrick, Panzer, Patrizio. Unser melodiöser Taktgeber, der Simone Verdot, an Akustikgitarre. Gabriele Manco am Box und gemeinsam Kaffee Latte. Pronti? Okay. Schluss machen. Schön, dass ihr dabei war. Bis zum nächsten Mal. More Talk. Macht's gut.